Wir beginnen die geometrische Optik mit dem Lichtstrahlenmodell. Wir modellieren das Licht durch Lichtstrahlen, die in einem selben Medium geradlinig verlaufen. Lichtstrahlen, die sich treffen, interagieren nicht. Das heißt, ein Lichtstrahl hat keinen Einfluss auf einen anderen. Beide legen ihren geradlinigen Weg zurück. Durch dieses Modell lässt sich die Dunkelkammer leicht erklären. Dieser Lichtstrahl passiert dieses kleine Löchlein und setzt seinen Weg geradlinig fort bis zur hinteren Wand der Dunkelkammer. Dieser Lichtstrahl ebenfalls. Und somit wird dieser kleine Professor auf der hinteren Wand der Dunkelkammer abgebildet, aber mit dem Kopf nach unten und mit den Füßen nach oben. Dieses Modell ermöglicht es auch, zum Beispiel eine Sonnenfinsternis zu erklären. Das ist die Sonne, das ist der Mond, das ist die Erde. Diese zwei Lichtstrahlen erklären Tag und Nacht. Diese zwei Lichtstrahlen erklären die Sonnenfinsternis, denn auf diesem Fleckchen der Erde befindet man sich im Schatten des Mondes und der Mond verdeckt dann die Sonne. Das ist Sonnenfinsternis. Und diese zwei Lichtstrahlen erklären diese zwei Regionen, in denen Halbschatten entsteht.